schön, nicht? Haftbomben, cool. Wo werft der die hin? Ich frag mich, wo der die hinwerft gerade. Hä? Wie werfe ich die gerade nochmal? Dumm, wenn man nicht immer aufpasst, ey. Oh. Ja, okay. Mich selber sollte ich dabei nicht in die Luft jagen. Außerdem bin ich fast tot. Ist nicht so gut. Murray, hast du nicht mal schnell so ein Ready-Pack dabei für mich? Weil ich bin halb tot und so. Nee. Ja, mit deinem MG brauchst du nicht ballern. Ich hab Haftbomben dabei. Du treffst eh nichts. Ich wette, ich werde eh in dieser Mission dann gleich abkratzen. Weil ich... Boah. Dicht. Genug. Ja, genau. Leben hab. Das wollte ich sagen. Er checkt erstmal gar nichts. Ja klar, ich will diesen kleinen Videoclip speichern. So, bitte SMS. Danke. Und weiter an dieser Stelle. Ja, das kennen wir schon. Cool. So. Hat der mal labert, der Typ, ey. Nein, ich will auf diesem Sender bleiben. Hey. Dann schalten wir Schäden aus. Er wirft die nach vorne, der Pisser. Alter. Danke. Aha, ich muss das selber auch noch zielen. Und mein Leben ist schon wieder so viel weg. Super. Meine Fresse, ey. Ich stelle mich hier in den ersten Part schon so dran wie so ein Horst. So. Ey. Weg. Ey, Scheibenblätter zu weit geworfen. Kacke, ich dachte, das wäre perfekt, aber scheinbar nicht. Näher ran ans Boot. Was haben die denn für ein Boot, bitte? Und was habe ich denn für ein Boot, ey? Da sind wir eh beide vorbei. Ey, ich will da näher ran. Und ich mein Leben verliere die ganze Zeit, ey. Ich ändere die ganze Zeit aus Versehen die Mucke. Perfekt. So, jetzt noch der letzte hier. Perfekt. Ich wechsle die ganze Zeit aus Versehen Sender. Jetzt müssen wir. Ja. Erstmal Bullenlos werden und dann zu den Docks da zurück. Aber wir können auch so zu den Docks schon mal zurück, oder? So. Imagination. Ich gebe dir mal gleich Imagination. Ah, hier gut. So. Good to know. Good to wissen. Come by soon. We got some more shit to discuss. Ja klar, wir sollen ein paar Sachen besprechen. Wenn du nochmal so coole Sachen machst, dann okay. Ja, cool. 71%. Boot brauchen wir nicht. Wir wollen lieber fahren oder so ein Kack. Ja. Gut. Dann gehen wir jetzt erstmal zu M, was auch immer das ist. So ein bisschen Einführung schadet ja nicht. Wir holen uns gerade diese Karre da. Autsch. Er fährt einfach mal knallhart weiter und ich lege mich hier voll auf den Boden ab. Sau nett und so. Nicht alle wegfahren.
Ma! Stehen bleiben. Danke. Karte. Was ist das? Mamas Haus. Okay, ab zum Mamas Haus. Erstmal Radiosender ändern. Oh, wir hatten noch Leute drin. Haha, wusste ich gar nicht. Wie sollte ich das auch wissen? Das ist voll dumm hier. Weil die Missionen dauern einfach alle länger als bei AC2. Da kann man nicht so gut splitten, habe ich gerade vorhin gemerkt. Also nicht so gut einfach sagen, so jetzt ist Schluss mir erstmal mit dieser Session oder so. Geht hier schlecht. Muss ich mir überlegen, wie ich das mache jetzt. So, bin wieder da. Oh je. Aua. Hahaha, mein Auto sieht aber toll aus. Hol ich direkt mal ein neues. Stopp! Nein! Boah, da sind die Police. Da sind die Police. Ach ja, richtig gut. Boah, hol mir die Rostglaube, komm. Jetzt haben wir es. Shit. Hä, wo sind die dann? Ah, okay, da hinten. Haha. Ja, mit der Musik aber bitte nicht, ne? Independent Music, danke. Hui. What's wrong with you? Ich weiß es nicht. Sorry. Keine Ahnung. Ui. Ja, mit dieser Schrottkarre ist dann eh egal, wen wir rammen und wen nicht. So. Ja, ja. Ja, ich fahr jetzt da nicht links, weil ich musste erstmal loswerden. Pisador. Da Pisador. Und die Schrottkarre können wir eh zerlegen. Wow, die hat aber, oh, die hat aber ganz schön Speed dafür, dass das so ein Schrottdingens ist. Ich muss nur aufpassen, dass die mir nicht hinterherkommen. Jetzt Gott, weg. Ich muss mir mal nachher anhören, wie laut die Musik jetzt eigentlich ist. Ich habe die ein bisschen leiser gestellt. Haha, den Motorradfahrer noch angeschliffen, ganz leicht. Lustig. Aber wir bleiben unserer Schrottkarre, die fährt schon schnell wenigstens. Noch. Hallo, ich bin bei Mama zu Hause wieder. Flup. Mamas Boy. Aquí está su cafecito. Gracias. ¿Quieres azúcar? No. Mami, soy yo. Ay, Luis. Hey, hijo, ¿quieres un cafecito? Sí, un ching. Un ching. Luis, this is Mr. Santos. What's going on? Hey. I guess I didn't recognize you from your mom not having any pictures of you up on the walls. Yeah, I guess she doesn't have any up. Now you mentioned it. I guess mugshots don't sit along too well with graduation shots. Hey, who the fuck are you? Well, it's complicated. Mr. Santos is a businessman. It's not that complicated when you think about it. You see, your mother here has been making that classic American mistake. In other words, she's been living beyond her means. Hey, bro, be polite when you talk about my mother, man. I'm being very polite. See, I like her. She's a good woman. If I ain't like her, I would have burned this building down by now. I mean, you know you could have came to me for money. But what would you do to get it? Yeah, I wouldn't borrow it for a piece of shit like this. Hey, be careful, kid. I could have you killed. Oh, I'm real scared of you, motherfucker. Huh? How do you sleep at night, man? Lone sharking to all women. Hey, hey, she called me, okay? It's business. We run a service. She knew the rules. She should have read the small print. You know, you really are a piece of shit. I'm a businessman, and trust me, it could get a lot worse, my friend. Now calm the fuck down. Your mother told me about you. Maybe you can help me pay off your mother's debt. That way this building doesn't have to come to an unfortunate end. Yeah, okay. Okay, let's go. As always,
Nice to see you, Miss Lopez. Luis, be careful. Yeah, it's a bit rich coming from you. You ought not to judge me, Luis Lopez. You're just like your father. Ich bin wie der Vater. Cool. Was soll ich mit der machen? Soll ich die einfach nur begleiten oder was? Folge Santo. Okay. Hallo Santo. Was ist los mit dir? Ich schubst dich mal jetzt. Hey, Problem. Sorry, bro, but I don't do that no more. I saw you go a few years back. Could have been something if you didn't care so much about that pretty face of yours. Yeah, yeah. Thanks, but that ain't the reason I quit. You ain't quit no more. My thinking is you were bad enough. Warum läuft der so lahm? Brauchen wir jetzt 10 Jahre, um dahin zu kommen, wo er hin will, ne? Then you fall on the third. Fuck, bro. Shit, bro. I sure didn't think I'd be coming back here again. Man, shit, bro. Bro. Was los, Bro? Cool. Lauf. Lauf, 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 lauf. Oh, ja klar. Ab ins kleine Gässchen hier. Was willst du mir denn zeigen? Ich bin offen für alles. Nein, nicht wirklich. Then your mama better get used to me coming around and not being my usual friendly self. Die Musik hört sich komisch an, die ist. Gefällt mir nicht. How's it going? Put that weapon away. Santo, your guys up. Get them dressed in the ring. Remember our deal. Die Kämpfe im LC-Fight sind ohne Regeln, ohne Waffen. Mann gegen Mann, okay. Setze die Menge ein, um Gegner zu halten. Ah, sehr nett und so, ne? Die Wetten werden abgebrochen, wenn du die Matte verlässt, die Kämpfer verliert die Startgebühr. Okay. Boah, die Musik ist so eklig. Ja, komm, wir setzen mal, oder? Komm, den machen wir kalt, diesen Fettsack. Gleich. Aha. Ja, sorry, wie schlage ich? Ah, okay, gut. Ah, ich brauche nicht anvisieren, ich kann auch so kloppen wie sonst so ein Horst. Halte A gedrückt, um zu blocken. Ah, cool, es kommen sogar mehrere Gegner auf einmal. Hallo, ich bin der Peter. Ich mach dich kalt, ich geb dir voll in die Fresse mit. Ey, das mit dem Blocken funktioniert aber nicht so gut, wie es in der Anleitung da stand. Jetzt muss ich mich aber ranhalten, damit ich nicht verreck. You fight like my mother. Ich geb dir mal gleich mein Mother, ey. Ich geb dir schön in die Fresse hier so. Tschüss. Oh, ich bin der Größte, Leute, schaut mich an. Oh, jetzt kommt der Nächste und ich habe kaum noch Leben. Bring deine Gesundheit unter die Hälfte. Boah. Ey. Was soll das, ey? Ne? Ich hab kein Leben mehr und ich kann einfach nicht mehr schlagen aus irgendeinem Grund. Mhm. Klar. Cool. Again, please. Danke. Das finde ich gut. Einfach mittendrin in der Mission nochmal anfangen. So. No need for transport. Da machen wir es jetzt aber mit Maustastatur. Kann ich besser zielen. Ja, ja, ja. Ja, dann lauf doch mal, Santo. Bist du lahm? Wie weiß nicht so was? Wie alt bist du? 20, 30, 40, 50? Ich schätze 50. Nee, 80. So lahm, wie du läufst. Musst du bestimmt 80 sein hier schon. Ja, ja. Das Video können wir überspringen, weil wir wissen ja, wie es geht jetzt. Ja, ja. Los, schlagen wir den Fettsack erstmal weg. Flop. Ach, na, ist er kaputt. Ist er kaputt. Cool.
Ey. Ich dachte, ich kann den auch treten. Ey, zum Treten und so klappt nicht so ganz, na egal. Wir können ihn auch so fertig machen. Ich gebe dir in die Fresse. Tschüss. Next Gegner, please. Ja, ich bin der Größte, Leute, schaut mich an. Der ist da einfach mal so gespawnt. Das ist die dritte Runde, bringt deine Gesundheit unter die Hälfte und geht zum Boden. Ah, ich gebe dir jetzt mal richtig. Pirat hier, ich kämpfe hier gegen Piraten. Denk an deine Mama. Nee, warum sollte ich? Kannst du ihm mal geben, ey. Ey, mach den nur mal fertig, Alter. Um die Bretter. Um auf die Bretter zu gehen, warum? Ich will ihn aber fertig machen. Nicht ihn. Ah, gut, fertig. Fertig. So. What the fuck? You know how much money I had on that fight? Are you too fucking stupid to know when to lay down? Guess I must be. You're a fucking dead man. I'm gonna burn that bitch mom of yours too. I don't think you are, tough guy. This little game's over for you. Nee, komm. Ey. Mit was schlägt denn da, Alter? Tschüss, ey. Mich ritzt man nicht kaputt. Tschüss. Mich ritzt man nicht kaputt, Alter. Tschüss. Ich glaube, es hackt. Kommt der auf einmal mit einem Messer an. So, jetzt fahren wir noch zu unserem Haus, um zu speichern. My boy, what have you been doing? I've been taking care of things for you, ma. That guy ain't coming around no more. Don't worry about it. What kind of attitude you got to give your mama? Do you think you're something special? Mami. Like some baseball player? Like some gangster? Mami, I didn't apply anything like that. You organize parties, Luis. You're a bouncer? Don't act like a bouncer. Because I know who you are. Mommy, you don't know me. The most important people in the world come to our clubs, and I look after them. I have something, and I look after you. I'll see you soon, okay? Bye. Hey, I'm Louis Bouncer. The internet, we're going global. Louis Bouncer. So, mal gucken, wie schnell das Taxi hier rumfährt. Ich mach mal eine GPS-Markierung. Ah, oh, brauche ich nicht, ich bin so nah. Ja, Hauptsache ich fahre noch im Auto hin, weil es so nah ist, ne? Naja, man weiß ja nie, ne? Also ein Taxi brauche ich nicht speichern. So. Eine Runde speichern. Flop. Ja, wirklich speichern. Leg dich hin. Ja, mit Klamotten und alles ins Bett. Oh, ist egal. Ja, wirklich speichern. Gut. So. Dann mal vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Part. Tschüss.